Heute zeige ich euch, wie ihr am Tag über 1 Million Gems in Petzetter 99 euch erfarmen könnt. Und falls ihr es nicht wisst, Leute, das ist krass. Also Leute, falls ihr noch nicht mitbekommen habt, es kam heute Petzetter 99 raus. Und ich persönlich finde, das Spiel ist ultra krass. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gespielt habt, aber ich bin jetzt durch das Spiel schon durchgekommen. Und ich finde wirklich, es ist ultra krank. Ich kann euch nochmal kurz zeigen, wie die Map am Ende aussieht. Nämlich, wenn wir uns kurz zum Feuer-Dojo rüber teleportieren, was die letzte Area ist, sehen wir, dass es hier hinten ein kleines Dojo gibt, wo man aber erst am 9. Dezember reingehen kann. Das liegt daran, dass am 9. Dezember das erste Update zu Petzetter 99 geben wird. Auf jeden Fall seht ihr, das ist die letzte Area aus der Map, falls euch das natürlich fragt. Und wenn ihr das Spiel gespielt habt, vor allem wenn ihr so weit seid wie ich, ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass Gems eine riesige Rolle spielen. Ich habe zwar gerade nur 9000, aber wenn wir kurz zum Spawn gehen, danach erstmal uns nach vorne katapultieren mit unserem Hoverboard, sehen wir Nummer 1 natürlich, man kann hier Free Diamonds bekommen, jede halbe Stunde, die sind aber nicht viel. Ich glaube so 300 bis 600 Gems. Ist nicht viel. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass diese Pets Equip Station existiert, in der ihr euch insgesamt, nur sagen wir natürlich Rank-Ups macht, bis zu 99 Equip-Slots kaufen könnt. Und die kosten natürlich Gems. Das sieht man hier leider nicht. Das sieht man bei der Egg-Hatch-Machine hier. Da seht ihr hier 13.000 Gems und nochmal 16.000 Gems, damit ich erstmal 2 bzw. insgesamt 4 extra Ex-Pro-Hatch öffnen kann. Und das geht halt hoch bis zu 99. Man sieht zwar natürlich noch nicht alle sind draußen, aber es sind genug draußen. Und für die braucht ihr halt extrem viele Gems. Außerhalb davon, Gems braucht man sowieso in Pet Simulator X. Bzw. Pet Simulator 99 jetzt. So, das kann man sich sowieso denken, dass man Gems brauchen wird. Deswegen, Leute, hört mir ganz genau zu. Nämlich ist die beste Methode, um Gems zu bekommen, nicht wie diese Free Diamonds Kiste abzuholen alle 30 Minuten. Oder selbst die Obbys zu machen. Ihr seht ja, wenn ich die Obby mache, kriege ich erstmal 420 Gems. Das ist auch nicht die beste Methode. Sondern die beste Methode ist erstmal, euch bis zur letzten, oder beziehungsweise soweit es geht natürlich, Area vorzufarmen und dann erstmal in der Area ein bisschen zu farmen, ein paar Coins zu farmen und dann mit diesen Coins erstmal rüber zurück zum Spawn zu gehen. Natürlich könnt ihr auch erstmal hier, falls ihr den Autofarm Game Pass habt, den hier aktivieren, damit ihr währenddessen erstmal noch Coins bekommt. Außerdem davon könnt ihr nochmal ins Inventar gehen und erstmal hier eine Magnet Flag platzieren, damit ihr auch erstmal Coins bekommt, wenn dessen ihr weg seid. Aber darum geht es nicht. Worum es geht, ist erstmal, ihr farmt Coins zusammen. Ihr seht, ich habe 240, beziehungsweise jetzt sogar fast 250 Platinum Barren. Mit denen wollt ihr erstmal zur Spawn-Region gehen und dann erstmal das beste Egg hatchen, was es gibt. Das wäre an meiner Stelle das Egg Nummer 63. Ich glaube, das ist das einzige, beziehungsweise das teuerste, was überhaupt noch existiert. Und das wollt ihr dann so oft, wie es nur geht, hatchen, bis ihr dann kein Geld mehr habt. Das machen wir ganz schnell. Und weil ich eben den Magic X Game Pass habe, kriege ich auch Rainbows, kriege ich auch Golden. Aber wenn ihr den nicht habt, ist das nicht schlimm. Es geht einfach generell darum, dass ihr so viele von den besten Eggs, die ihr hatchen könnt, hatcht, diese dann, sobald ihr es könnt, beziehungsweise sobald ihr fertig seid mit dem Hatchen, Gold und vielleicht sogar Rainbow macht. Wir machen die bisher nur Gold, dann zeige ich euch auch warum. Aber sobald ihr den alle Gold gemacht habt, geht ihr in die Trading Plaza. Sagen wir mal, ich habe ja zu Ende gehatcht. Ich habe zwar noch ein bisschen Coins, ne? Aber sagen wir mal, ich habe zu Ende gehatcht. Dann gehen wir erstmal hier zur Gold Pet Station. Machen erstmal alle von denen, die wir gehatcht haben, Gold. Let's go nochmal die hier Gold. Jetzt haben wir alle Gold gemacht. Und als nächstes wollen wir erstmal in die Trading Plaza gehen. Denn Leute, sobald ihr bei Area 26 oder so angekommen seid, ne, sogar früher 25 angekommen seid, könnt ihr euch erstmal hier einmal rebirthen. Sobald ihr euch dann gerebirft habt, werdet ihr natürlich zum Spawn gebracht. Keine Angst, ihr verliert nicht eure Pets, wenn ihr rebirft, falls ihr euch das denkt. Aber dann werdet ihr erstmal zum Spawn gebracht. Dann wollt ihr erstmal so weit durchspielen, bis ihr könnt natürlich. Aber worum es geht, ist, dass ihr dann in dieser Area erstmal diesen Raum freischaltet. Und dann könnt ihr erstmal hier in die Trading Plaza rein. Und sobald ihr dann erstmal eure ganzen Pets Gold gemacht habt, wie ich zum Beispiel, wollt ihr erstmal in die Trading Plaza reingehen. Sobald ihr dann erstmal in der Trading Plaza seid, kennt ihr am besten eine vordere Booth. Wir nehmen einfach mal die hier in die Ecke. Sogar ein guter Spot. Sogar neben Felix direkt, was ein bisschen schlecht ist, weil Felix underpriced die sehr. Man sieht ja, er verkauft 3 Ninja Turtles für 12.000 Gems. Das ist sehr wenig. Denn was wir machen können, ist erstmal einfach entweder den Ninja Turtle oder den Ninja Masket nehmen, einen von ihm auszuwählen und den für 4.000 Gems zu verkaufen. Das machen wir rein, das machen wir 4-mal erstmal. Und was ihr dann machen wollt, ist einfach warten, bis Leute die kaufen. Sobald Leute die dann kaufen, wollt ihr die erstmal restocken. Der Methode habe ich, wie ihr hier sehen könnt, erstmal 350.000 Gems gemacht. Und das innerhalb von weniger als einer Stunde. Natürlich habe ich davor erstmal durchgespielt, muss man natürlich auch zugeben. Aber trotzdem, ihr seht ja, hier hat sich zum Beispiel wieder eine Person gekauft. Sogar 2-mal gekauft. So, jetzt wurde alles einfach abgekauft. Wortwörtlich in dieser kurzen Zeit, wo ich kurz geredet habe, ich habe nicht mal meinen Satz beendet, wurden wieder alle Sachen gekauft und ich bin zu langsam. Die Sachen werden schneller wieder gekauft, als ich die in den Shop wieder reinmachen kann. Und das ist, worum es generell geht. Ihr wollt erstmal so viele von diesen Pets, die ihr easy bekommt. Ihr habt ja gesehen. Ich habe 130 von ihm und 30 von dem und sogar noch mehrere in Rainbow und trotzdem kaufen die Leute. Weil halt eben Leute am Anfang relativ viele Gems haben, weil 4.000 Gems sind momentan zumindest viel. Aber diese Gems hast du halt am Anfang. Weswegen Leute, die halt auch für 4.000
Orca-Gems kaufen. So, ihr habt zum Beispiel wieder gesehen, eine Person hat wieder gekauft, vor allem, weil jetzt Felix gegangen ist und der die wirklich für zu wenig verkauft hat. Ihr könnt ja sehen, wenn ihr einen in Rainbow verkaufen wollt, macht wirklich 14.000 Gems rein. Und wenn ihr nicht so gute Pets habt, sondern nur 10.000 bis 20.000er Stärke, macht die für 1.000 Gems rein. Leute werden die trotzdem kaufen. Das ist, was ich am Anfang gemacht habe, bevor ich diese Pets hatte. Am besten packt ihr sogar noch einen in Rainbow für 14k rein und dann nochmal einen goldenen für 3k oder 4k. Ich mag das für 4k, weil Leute kaufen die trotzdem für 4k. Denn das führt tatsächlich auch dazu, dass Leute eher die goldenen kaufen werden oder eher die Rainbow kaufen werden. Weil die sehen, wie teuer der ist für 14k. Sehen die, dass einer nur 32k kostet. Sehen die, dass dann einer für 32k nur 4000 Gems kostet. Das heißt, er hat trotzdem so viel Schaden, obwohl er nur 4000 Gems kostet, wenn der ist in der Rainbow 14k Gems kostet. Das führt lustigerweise sogar dazu, dass Leute 10 von ihm kaufen, um einen Rainbow zu machen, obwohl die einfach den Rainbow für 14k statt 40k hätten kaufen können. Und ich bin gerade aus Versehen aus dem Server rausgegangen, aber nicht schlimm. Es dauert ja auch nicht lange, die Sachen wieder reinzuwerfen. Da packt ihr erstmal einen für 4k rein, natürlich nochmal einen Rainbow hier für 14k wieder rein und dann nochmal zwei weitere goldene für 4k rein. Und ihr seht, wie viel Geld ihr macht. Ich habe alleine jetzt, ich glaube 13k, vielleicht sogar 14k Gems gemacht. Und das allein, seitdem ich das Video aufnehme und ich nehme vielleicht seit 10 Minuten auf. Eine Sache, die ihr außerdem machen könnt, ist zum Beispiel, wie ihr hier seht. Okay, da wurde gerade gekauft, aber ihr könnt Exclusive Pets vielleicht für 20 bis 30.000 Gems kaufen. Manchmal sogar nur für 10.000 Gems. Es gibt welche, die ich für 10.000 Gems gekauft habe. Auf jeden Fall könnt ihr die erstmal kaufen und ihr werdet auf jeden Fall Profit machen. Wenn ihr wirklich ein Exclusive für 20 bis 25 oder 30.000 Gems oder vielleicht sogar weniger seht, dann schnappt sofort zu. Ich habe schon mehrere von denen gesehen. Zum Beispiel der Atlantean Orca, den habe ich nur für, ich glaube, 10k Gems gekauft. Diesen Gelee-Panda habe ich auf jeden Fall nur für 15k Gems gekauft. Den hier, den Cosmic Dragon für 25k und so weiter und so weiter. Vor allem, weil auch Leute teilweise mehrere Exclusives für vielleicht 50k verkaufen. Das heißt, Leute verkaufen teilweise zwei, drei Exclusives für 50k und das lohnt sich auf jeden Fall. Ich frage mich aber, warum kaufen Leute bei ihm für 1k und bei mir nicht für 4k, aber dreimal so stark? Wisst ihr was? Komm, wir packen mal einfach einen für 3k rein. Also wir packen zwei für 3k rein. Weil dann sehen Leute, dass der eigentlich teurer ist. Der kostet eigentlich 4k. Aber ich biete den trotzdem für 3k an. Und das bringt dann Leute dazu, dass sie kaufen werden. Vertraut, Leute. Ich hoffe zumindest. Aber wenn ihr ein bisschen länger wartet, ist es auch nicht schlimm. Es ist oft so tatsächlich, dass ihr teilweise ein wenig warten müsst, bis wieder Leute kommen, die kaufen. Es ist ja die ganze Zeit so, dass Leute raus aus der Trading Plaza, rein in die Trading Plaza gehen und immer so weiter, immer so weiter. Das heißt, früher oder später werdet ihr wieder eure Käufer haben. Es ist nur ganz wichtig, dass ihr nicht auf eurem eigenen Server unterboten werdet. Ihr seht ja zum Beispiel, der Typ verkauft die für 5k, aber aus irgendeinem Grund wird bei ihm gekauft, anstatt bei mir die goldenen für billiger. Verstehe ich auch zum Beispiel wieder nicht. Aber solche Sachen können natürlich passieren. Hier seht ihr auch zum Beispiel, selbst der hier verkauft die für billiger, aber bei dem wird trotzdem nicht gekauft. Es macht einfach wirklich meistens keinen Sinn. Man muss einfach nur warten und Glück haben. Besten wäre natürlich, wenn eure Buff ungefähr hier wäre. In der ersten Reihe wäre es, glaube ich, trotzdem am besten. Ich meine, ich habe ja auch schon, wie gesagt, 370k Gems gemacht und ich habe nicht alle in Upgrades gesteckt. Ich habe die meisten wirklich in Exclusive Pets gesteckt, weil ich mir sicher bin, dass Exclusive Pets an Wert gewinnen werden. Und halt natürlich diese Pets nicht. Und weil halt Leute eben schnell im Petsotter 99 durchspielen wollen, werden die eben diese Pets für in Anführungsstrichen teuer verkaufen. Ich meine, ihr müsst nur 10 verkaufen, dann habt ihr mindestens ein Exclusive. Auf jeden Fall, wenn Leute die für relativ teuer kaufen und dann im gleichen Atemzug ihre Exclusives aus Petsotter X für billig verkaufen. Für relativ billig natürlich. Es gibt natürlich, wie gesagt, auch welche, die verkaufen die wirklich für 10k. Ist aber nicht häufig. Sieht man wirklich selten. Meistens sehen wir Leute mit 60k, 50k, wie zum Beispiel der hier. Das ist wirklich nicht oft so, dass die für 10k anbieten. Oder der hier mit 50k. Alles ab 40k, beziehungsweise alles unter 40k, da könnt ihr wirklich zuschlagen. Das lohnt sich. Und da wird wieder bei mir gekauft. So liebe ich es doch. Und das könnt ihr theoretisch so machen. Ihr könnt entweder dann eure Gems in Exclusives stecken. Das würde ich sogar empfehlen, ehrlich gesagt. Weil desto länger das Spiel existiert, desto weniger werden natürlich diese Pets hier wert sein. Weil eben mehr Leute die haben werden. Aber das bedeutet gleichzeitig, dass am Anfang die Möglichkeit am besten ist, um viele Gems damit zu verdienen, um billiger als davor Exclusives zu kaufen. Deswegen würde ich ehrlich gesagt empfehlen, euch so viele Exclusives, wie es nur geht, zusammen zu sammeln. Natürlich über 40k nicht kaufen pro Exclusive. Wenn ihr mehrere Exclusive für 50k habt, kauft Leute. Sollte offensichtlich sein. Aber sowas hier, 1 Million für den Unicorn Dragon, kauft das bitte nicht. Und zum Beispiel hier, jetzt wird weiterhin bei mir gekauft. Und ich packe hier wortwörtlich eines von meinen 130 Ninja Turtles einfach nur in die Booth rein und trotzdem kaufen Leute. Weil, wie gesagt, Leute halt eben für relativ wenig Gems, was momentan sogar viele Gems sind, weil Leute, wie gesagt, verkaufen ihre Exclusives für 50k Gems. Teilweise sogar weniger. Was bedeutet, dass ihr nur 10 goldene verkaufen wollt, was ich allein in diesem Video schon getan habe, um euch erstmal einen Exclusive zu leisten. Ich meine, ich habe allein in der Zeit, in der ich hier nur rede, habe ich 40k Gems erfarmt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist insane hoch. Und ich muss nur darauf warten, dass eine Person einen Exclusive für billiger anbietet. Zum Beispiel da, 15k für eine Redstone Cat. Die gönne ich mir sofort. Das ist ein ultra krasser Trade. Und vor allem, was meistens auch passiert, das muss ich sogar sagen, ist, dass sobald ihr erstmal ein
Exclusive kauft, die dann zu euch kommen werden, um erstmal bei euch erstmal bessere Pets zu kaufen. Eine Sache, die wir außerdem machen können, ist tatsächlich, weil Leute kaufen gerade nicht, ist erstmal mehrere Ninja Turtles in die Booth reinmachen, sagen wir mal einfach mal 3 als Beispiel, und die dann trotzdem für 4K anzubieten oder für 5K. Wir probieren mal 5K, vielleicht kaufen ja Leute. 3 für 5K sollte tatsächlich funktionieren. Vor allem, weil auch viele Leute durch die Anfangs-Rewards im Spiel viele Gems haben, deswegen sich das auch leisten können. Hier gibt es auch jemanden, der eine Ninja Turtle in Rainbow für 3K verkauft. Die kaufe ich erstmal und verkaufe die erstmal für teurer. Wortwörtlich, ich verkaufe jetzt einfach aus Prinzip seine Ninja Turtle für 10K. Einfach nur, weil es geht. Aber das ist auch, was ihr machen müsst. Ihr müsst euch auch auf die Preise anpassen, die in eurem Server sind. Denn es ist tatsächlich ziemlich schwer, immer in einen anderen Trading Plaza Server zu gehen. Deswegen müsst ihr leider Gottes, solange der Trading Terminal nicht funktioniert, einfach eure Preise anpassen. Aber das ist auch nicht die Welt. Wie gesagt, die Pets haben ja auch keinen Wert. Das ist ja wirklich nicht so. Als ob die Pets einen hohen Wert hätten. Bei Exclusive würde ich sagen, macht euren Wert nicht runter. Verkauft vor allem momentan keine Exclusives. Aber bei diesen Pets, die sind halt nichts wert. Und wenn ihr gucken wollt, für wie viel ihr eure Sachen verkaufen solltet, schaut einfach nach, wo Leute hier erstmal was kaufen. Zum Beispiel hier wurden jetzt erstmal 10 normale für 5K Gems verkauft. Bedeutet, wir packen erstmal einfach 5 normale oder 7 normale. Wisst ihr was? 7 normale für 3K Gems rein. Sind sowieso nichts wert. Dann 2 normale von den Ninja Maskets erstmal für 2K Gems. Dann erstmal nochmal 10 Ninja Turtles für, sagen wir mal 10K Gems. Probieren wir mal 10K Gems. Das würde mich jetzt interessieren, ob auch die pro 1000 Gems pro Pet gekauft werden. So, packen wir erstmal 3 für 3K Gems rein. Würde ich, selbst wenn ich nur 1000 Gems pro Pet, was ich verkaufe, verlange, mache ich trotzdem einen Profit, der ist gigantisch. Denn ich habe ja 100 von denen. Das heißt, ich würde 100.000 Gems machen, was mindestens 5 Exclusives wären. Und allein das würde sich lohnen. So, ich verkaufe quasi für den gleichen Preis wie der Typ da oben, nur dass meine Pets halt dreimal so stark sind. Und zur Sache, Leute, kaufen den. 10 für 10K Diamonds. Das ist doch gut. Wir können wieder 10 reinwerfen, die auch wieder für 10K einbauen. Mal gucken, wahrscheinlich wird wieder jemand kaufen. Natürlich, wenn ihr mehrere kauft, dann geht es natürlich schneller von dann, als wenn ihr 1 verkauft. Deswegen ist es tatsächlich sogar besser, in Bündeln zu verkaufen. Leute denken, die würden halt generell mehr bekommen für so ziemlich das Gleiche. Ich packe jetzt auch einfach mal als Beispiel, um das zu gucken, 20 oder 25 für 25K rein. Probieren wir das einfach mal. Ihr habt ja gerade gesehen, da wurde gerade wieder einer für 10K verkauft. Der für 25K leider nicht. Ich glaube, 25K sind tatsächlich ein bisschen zu viel. Deswegen würde ich sagen, packen wir den erstmal raus und tauschen den mit 15 für 15K aus. Und zum Beispiel hier wieder 5 für 5K Diamonds. Ey, das ist doch insane gut. Natürlich, 5K Diamonds ist jetzt viel weniger als das, was ich am Anfang verlangt habe. Da habe ich ja wortwörtlich pro Ninja Turtle, den ich verkauft habe, 4K Gems verlangt. Könnt ihr natürlich auch machen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr einen für 1000 Gems verkaufen müsst. Ihr könnt natürlich mehr verlangen. Aber ihr müsst natürlich im Kopf behalten, Leute. Wenn Leute euch in eurem Server unterbieten, dann müsst ihr entweder noch mehr unterbieten. Ihr müsst, ich kaufe mir nur kurz den für 20K. Ach man, ich liebe es. Exklusiv für 20K oder so zu kaufen. Auf jeden Fall aber, wenn Leute euch unterbieten, dann müsst ihr entweder eure Preise anpassen oder in den anderen Trading Plaza reingehen. Außerdem 7K für den Cosmic Axe, Leute, den gönne ich mir doch. Was sind das für gottlose Preise? Das ist doch richtig ehrenlos, wie niedrig die Preise sind. Mir tut das wirklich leid, wenn ich das sehe, weil ich mache so gigantische, also wirklich gigantische Profite dadurch, dass Leute die einfach zu billig verkaufen. Sehr, sehr wild an der Stelle. Gefällt mir sehr. Und schon wieder 5 für 5K Diamonds. Schon wieder 5 für 5K Diamonds. Jetzt wird gerade wieder der 25er gekauft. Jetzt werden alle gekauft. Wortwörtlich, alle wurden gekauft. Ich packe jetzt einfach mal ein 10K rein. Ich packe mal alle für 10K rein. Vielleicht wird ja der Typ, der gerade eben gekauft hat, alle erstmal wieder für 10K halt kaufen. Und wisst ihr was? Einen packen wir aber trotzdem für 5K rein. Eigentlich müssen wir 2 für 5K reinmachen, denn das Problem existiert, wenn man zu viele Pets für zu teuer reinmacht, sieht man auf den ersten Blick nicht die billigen. Man sieht ja hier 5K. Oder Typ schreibt bitte für 3K. Dann packen wir kurz einen für 3K rein. Packen wir halt 3 für 3K rein. Machen wir trotzdem gleiche Profite. Hat er aber dann erstmal seine Sachen. Viel Spaß mit den Sachen. Wir hätten sogar wahrscheinlich einen einzeln für 3K reinmachen, wenn ich so drüber nachdenke. Aber so jemand sind wir nicht. Ich will Profite machen, aber ich sag ehrlich, es ist nicht schlimm, wenn ich die für ein bisschen zu wenig verkaufe. Ihr habt ja gesehen, allein in dem Video habe ich schon wieder über 100K Gems gemacht. Und das wirklich mit einem Schnipser. Mit einem Schnipser. Am liebsten würde ich so Exclusive X kaufen. Das wäre sogar perfekt. Aber ich sag ehrlich, ich würde auch einfach nur Exclusive. Beziehungsweise ich kaufe ja sogar einfach nur Exclusive Pets. So, packen wir wieder hier 10 für 10K rein. Und dann erstmal nochmal 4 für 4K, weil das waren alle. Dann erstmal nochmal 5 von Ninja Maskets für 5K rein. Und dann immer so weiter wieder. Aber ihr seht ja, allein in diesem Video bin ich auf einen Score von 512.000 Diamonds earned mit meiner Booth gekommen. Das ist insane hoch. Und selbst der hier verkauft die sogar für teurer als ich, aber bei ihm verkaufen die sich halt, weil der Preis im Direkten so niedrig ist. Wenn ihr im Bündel verkauft, ist halt so ein schwieriges Ding. Der Preis sieht halt so hoch aus, aber gleichzeitig ist der Preis pro Ding billiger. Das heißt, wenn ihr Glück habt, verkauft ihr mehr, wenn ihr Pech habt, nicht. Es ist halt wirklich so eine 50-50-Chance bei diesen Dingern. Und das wollt ihr einfach so lange machen, bis ihr keine Pets mehr habt.
habt. Sobald ihr dann keine Pets mehr habt, geht ihr einfach wieder zurück hier rein zum Main Game. Teleportiert euch erstmal zur letzten Area. Farmt dann wieder eure Coins. Und dann könnt ihr entweder natürlich, wie ich in dem Video jetzt als Beispiel, euch Exclusive Pets für billig kaufen, was ich euch sogar empfehlen würde. Oder ihr könnt natürlich den lahmen Weg machen und erstmal euch zu irgendeiner Area teleportieren. Ich weiß gerade nicht, welche Area das war. Und dann erstmal euch eure Upgrades holen. Weil das ist ja, wofür die Gems wirklich sind. Aber ich würde sagen, solange es tatsächlich noch geht, würde ich an eurer Stelle erstmal alle meine Gems nicht in die Maschine machen. So wie ich jetzt das mache. Ich habe jetzt gerade 30.000 Gems in die Maschine gemacht. Das wären jetzt 1 bis 2 Exclusives gewesen. Aber was ihr machen wollt, ist, das nicht in die Maschine zu packen, wie ich, sondern erstmal euch erstmal Exclusives kaufen, damit ihr fette Profite im langen Zeitraum macht. Weil sobald das Update in der nächsten Woche rauskommt, werden die Pets, die ihr jetzt für 1.000 Gems pro Pet verkauft, wertlos sein. Aber die Pets, die ihr für 10.000 Gems oder für 20.000 Pets kauft, die Exclusive Pets, werden so viel mehr wert sein. An sich könnt ihr sogar Egg Machine kaufen, weil dann könnt ihr natürlich mehr hatchen, ne? Dann geht der Hatch-Prozess viel schneller, als er muss. Ihr seht ja hier zum Beispiel Egg 63. Ich kann jetzt 32 Eggs gleichzeitig hatchen, was es mir auf jeden Fall vereinfacht, die Pets zusammenzusammeln für die Trading Plaza. Und sobald ihr dann wieder Pets habt, geht ihr wieder in die Trading Plaza, verkauft die wieder, kauft dann entweder eure Boost oder, was ich sogar machen würde, wie gesagt, kauft dann erstmal eure Exclusive Pets und macht das einfach die ganze Zeit, bis es nicht mehr funktioniert. Wie gesagt, ich packe jetzt wieder hier erstmal als Beispiel 3 für 10k rein. Mal gucken, ob jemand das kauft. Ich bin mir tatsächlich sicher, dass jemand das kaufen wird. So, wir packen dann nochmal 2 für 6k rein. Einfach nur, um zu zeigen, dass der nicht so viel Wert hat. Beziehungsweise, dass er schon guten Wert hat, aber ich trotzdem etwas auf Discounter-Basis etwas anbiete. Und ihr seht ja hier zum Beispiel 13k für den hier. Dann nochmal 13k für den Nightmare Spirit. Leute, verkauft bitte nicht eure Pets für 13k. Ihr macht so massive Verluste. Es ist wirklich traurig. Aber nee, ich werde tatsächlich auf diesem Server unterbietet. Ihr seht hier, die Leute verkaufen die wirklich für 1000 Gems pro Pet. Deswegen kann ich die leider doch nicht für 10.000 Gems für 3 Stücke verkaufen. Aber was ich kann, ist 3.000 Gems für 3 zu verlangen. Das wird funktionieren. Und da seht ihr es, Leute, es funktioniert. Ein Weg, wie ihr auch viele Gems farmen könnt, ist tatsächlich, der sogar besser ist, ist anstelle von den ganzen Pets, die ich heute verkauft habe, einfach die Pets nehmen, Rainbow machen und dann erstmal fusen. Denn, Leute, wenn ihr erstmal hier sehr viel gehatcht habt, ich habe mich schon vorbereitet, aber wenn ihr dort erstmal sehr viel hatcht, werdet ihr sehen, ihr werdet trotzdem nicht diesen Dominus hatchen. Ich habe jetzt schon über, was weiß ich, wie viele Eggs geöffnet. Auf jeden Fall über 1000. Ich habe den trotzdem nicht. Aber jetzt kommt tatsächlich Fusing ins Spiel. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber mit den gesamten Pets, die ihr habt, solltet ihr erstmal zur Gold Station gehen. Die sollte in Area 10 sein. Dort macht ihr erstmal alle eure Pets wieder Gold. Die Ninja Cat ist jetzt nicht besonders. Ich meine eigentlich eher den Ninja Masket und die Ninja Toilet. Das bedeutet, den hier wollt ihr erstmal, so viel es geht, Gold machen. Und sobald er Gold ist, wollt ihr erstmal den hier, so viel es geht, Gold machen. Das machen wir jetzt erstmal. Und sobald wir das gemacht haben, wollen wir erstmal Rainbow machen. Dafür müssen wir, glaube ich, in die Desert Pyramids Area gehen, also Welt 31. Und zur Sache, da ist die Rainbow Station. Da werden wir jetzt erstmal beide Max Level machen, beziehungsweise halt alle Rainbow machen. Dann haben wir auch schon mal 250 Rainbow Pets, mit denen wir erstmal zur Fusing Pet Station gehen. Und dann wollt ihr erstmal die maximale Anzahl von beiden in die Fusing Station reinmachen. Beim Ninja Maskets werden es 24. Dann klickt ihr hier auf OK. Das kostet auch nur 50 Gems, ist nicht teuer. Und ihr seht sogar in diesem Fenster hier, welches Pet ihr rausbekommt. Könnt ihr das mal ausprobieren. Und wir bekommen direkt sogar beim First Try den Cyborg Dominus. Kleine Vorwarnung. Ihr werdet nicht zu 100% einen Cyborg Dominus bekommen, sondern manchmal, wenn ihr Pech habt, kriegt ihr einen goldenen. Das ist wie den hier. Aber wenn ihr noch mehr Pech habt, kriegt ihr leider nur einen Ninja Masket in Rainbow. Wenn ihr 24 Ninja Maskets in die Fusing Station reinmacht. Natürlich kriegt ihr auch eine Ninja Cat. Die ist aber tatsächlich ziemlich stabil. Die könnt ihr auch für gute Gems verkaufen. Auf jeden Fall ist das der Weg, um die tatsächlich im besten Pet in Pets 99 zu bekommen. Denn ihr habt ja gesehen, ich habe den trotz allen Game Pässen durch Lackbücher und was weiß ich alles nicht mal einmal gehatcht. Die Ninja Cat habe ich natürlich gehatcht, aber trotzdem. Den müsst ihr euch erfusen, ansonsten kriegt ihr den nicht. Und das wollt ihr dann einfach die ganze Zeit machen. Einfach immer maximale Anzahl erfusen. Sobald ihr halt wie hier 11 Cyborg Dominus habt, könnt ihr den natürlich auch erstmal Rainbow machen. Habt ihr einen extra. Bei Fusen würde ich den nicht probieren. Macht die wirklich Rainbow, sobald ihr 10 von denen habt. Versucht die nicht irgendwie wie ein Pets oder X zu fusen für eine Rainbow, damit ihr euch erstmal ein paar goldene spart. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch nur noch 7 Ninja Maskets. Bitte fuse die nicht. Versucht es einfach nicht mal mit Mischen, indem ihr zum Beispiel hier 7 reinmacht, 3 von denen reinmacht. Ich zeige das jetzt einfach nur. Aber was passieren wird, ist, ihr werdet schlechtere Pets die meiste Zeit bekommen. Wir bekommen diesmal, wollte ich eine Ninja Cat. Ich habe 3 goldene Ninja Cat eingeworfen und trotzdem kriege ich hier erstmal eine Ninja Cat. Deswegen macht das bitte nicht, Leute. Sondern macht einfach maximale Anzahl an Rainbow Ninja Maskets und maximale Anzahl an Ninja Turtles in Rainbow. Bei den Ninja Turtles sind es ein paar mehr Units. Ich glaube, irgendwas mit 50.
50, also sogar weniger, das sind 45, die ihr reinmachen müsst. Da habt ihr ein bisschen schlechtere Chancen, aber trotzdem habt ihr Chancen, die gut genug sind, um einen Cyborg Dominus in Gold zu bekommen, die meiste Zeit zumindest. Wenn ihr Pech habt, kriegt ihr einen Ninja Masket, aber die meiste Zeit kriegt ihr schon. Entweder einen Cyborg Dominus, wie hier in Rainbow, oder halt natürlich auch die Cat in Gold oder Rainbow. Und das sollte auch gut genug sein. Okay, ich habe das gerade eben aus Versehen weggedrückt, aber ich habe ja zum Beispiel hier gerade aus 45 Ninja Turtles mir einen Ninja Masket erfused. Und das ist halt echt nicht gut. Und ihr seht alleine schon den Unterschied an den Exists. Eine Ninja Cat existiert 15.000 Mal. Das ist natürlich auch besser als der Ninja Masket oder halt der Ninja Turtle. Und der Cyborg Dominus existiert 18.000 Mal. Und ist auch besser als beide. Und ist sogar die beste Unit im Spiel momentan. Natürlich bis auf Huge oder Titanic Pets. Die sind natürlich besser. Aber es geht mir einfach nur darum, dass es so viele Ninja Turtles und so weiter gibt, weil die eben so viel gehatcht werden. Aber weil eben Leute nicht wissen, dass man die auch fusen kann, gibt es halt eben die stärkeren Units nicht so oft. Das führt dazu, dass ihr pro Cyborg Dominus locker 20.000 Coins verlangen könnt. Wir werden gleich versuchen, die für 15.000 Coins pro zu verkaufen. Aber ich habe auch schon Leute gesehen, die für 20.000 Gems kaufen und sogar verkaufen. Aber wir werden es trotzdem erstmal mit 15.000 versuchen, weil selbst 15.000 sind genug. 15.000 mal 12 wären schon mal 180.000 Gems. Und das reicht mehr als genug aus, Leute. Denn es gibt mittlerweile auch viele Leute, die Huge Pets für nur 100 bis 200.000 Gems verkaufen. Und wenn ihr es hinbekommt, ein Huge Pet für 100.000 Gems zu kaufen, Leute, dann seid echt glücklich, weil das ist ultra selten. Ich habe selber nur einen für 100.000 gesehen, der wurde aber instant gekauft, leider Gottes. So, wir gehen jetzt mal kurz zu Area 31, damit wir erstmal wieder noch ein paar Cyborg Dominuschen Rainbow machen. Und jetzt gehen wir erstmal zu dem Schloss und gehen erstmal in die Trading Plaza rein. Und versuchen erstmal wieder mit denen noch mehr Gem-Profite zu machen. Let's go, gehen wir wieder rein. So, wenn wir jetzt in der Trading Plaza sind, gehen wir kurz hier oben hin. Trainen einfach mal diese Booth hier. Packen jetzt einfach jeweils aber einzeln einen Cyborg Dominus für 15.000 Gems rein. Und hier sehen wir wieder eine Knife Cat für 27.000. Dort oben erstmal noch einen Emerald Monkey für 35.000. Also Leute, die könnte man sich sofort snipen. Das wäre auf jeden Fall Profit. Aber ich will ehrlich gesagt ein bisschen sparen, denn ich versuche mir tatsächlich erstmal ein paar Huge Pets zu ertraden. Oder halt ein paar Exclusive Bücher. Exclusive Bücher kann man sich auch kaufen. Nicht exotische, sondern Exclusive, Leute. Ganz wichtig. Aber ihr seht ja, die ganzen Leute verkaufen nur Müll. Da sind goldene Ninja Maskets, normale Ninja Cats oder auch normale Ninja Maskets. Die verlangen trotzdem so viel. Ich meine, der Typ verlangt für 48 normale Ninja Turtles 15.000 Gems. Währenddessen ich das beste Pet in der besten Kondition anbiete für weniger Gems. Außerdem 8,5.000 Gems für einen Storm Dominus. Den gönne ich mir, Leute. Let's go. 8,5.000 beziehungsweise unter 10.000 mache ich auf jeden Fall. Da spare ich nicht mal, weil das sind zu 1.000.000% Profit. Und Tatsache, da wurde direkt der erste gekauft. Das ist auch nice. Und das könnt ihr theoretisch die ganze Zeit machen, währenddessen ihr AFK oder halt nebenbei eure Hausaufgaben oder was weiß ich was macht. Währenddessen könnt ihr in der Trading Plaza chillen, einfach eure Sounds anmachen und sobald ihr euren Verkauf hört, einfach wieder restocken. Und ihr werdet früher oder später verkaufen. Denn wie auch davor schon gesagt, Leute, es gibt immer Leute, die in die Trading Plaza reinkommen und vor allem nach den besten Pets suchen. Vor allem, weil ihr eben so gute Pets habt, habt ihr nicht mal eine Konkurrenz. Die Cyborg Dominus haben keine Konkurrenz. Diese Müll-Ninja-Turtles, die haben Konkurrenz. Sehr viel sogar. Wie gesagt, von denen existieren über 1.000.000. Aber die Cyborg Dominuschen, vor allem in Rainbow, haben gar keine Konkurrenz. Die kann man sich auf jeden Fall gönnen. Boah, und ich will so sehr diese Knife Cat für 25.000 kaufen. Aber ich wollte eigentlich für ein Huge Pet sparen. Bis was kommt, let's go, kaufen wir auch erstmal den hier. Ich musste es machen, Leute. Ich musste es. Ich will halt wirklich einfach gar keine schlechten Deals verpassen. Das ist das Ding. Deswegen nehme ich die immer mit, sobald ich die sehe. Was ihr aber auch machen könnt, Leute, ist erstmal, wenn ihr jetzt nicht unbedingt traden wollt, dann könnt ihr natürlich auch die Obbys spielen. Oder was sogar besser wäre, ihr könnt, wenn ihr die VIP-Area freigeschaltet habt, euch hier in die Area reinlegen, einfach Auto-Farm anmachen, dann erstmal, warum habe ich keine Pets ausgewählt? Was zur Hölle? Auf jeden Fall erstmal wollt ihr dann Enchants auswählen, die am besten irgendwas mit Diamonds zu tun haben. Zum Beispiel hier Diamonds 5. Man kann auch einfach bei Search Diamonds eingeben und dann hat man alle seine Diamonds-Bücher hier. Die wollt ihr alle equippen. Danach wollt ihr erstmal hier einen Diamonds-Boost anmachen, beziehungsweise eine Diamonds-Potion aktivieren. Und natürlich erstmal hier entweder die Fortune Flag oder die Diamonds Flag aktivieren, um eure Anzahl an Gems zu erhöhen. Was auch sehr wichtig ist, ist die, glaube ich, Orange. Tatsache, die Orange hier. Denn ihr könnt davon 20 gleichzeitig essen, was bedeutet, dass ihr insgesamt 20% mehr Gems durch die Orangen bekommen werdet. Und das ist super gut. Schaut euch dann nochmal dieses Video an und natürlich meine Petswater 99 Playlist an.